Oh, herzlich willkommen bei Claudia Wendowski, Traumzeit Coach, Beziehungscoach, Life Coach. Ich habe hin und wieder auf YouTube einige Videos zum Thema Leben, Lebensveränderung, Beziehung, besser Leben. Heute geht es um das Thema Erfolg, Erfolg in meinem Leben, erfolgreich sein in meinem Leben, Veränderungen herbeiführen. Und woran es liegt, warum es nicht funktioniert. Einige Dinge möchte ich dir mitteilen, beziehungsweise ich möchte dir auch einen Tipp geben, was du tun kannst, um das zu verändern. Ich fange gleich mal an bei dem Bildschirm frei, damit ihr das sehen könnt. Einen Moment. Und da ist es schon. Und jetzt geht es auch schon los. So. Ihr seht jetzt hier oben so ein kleines Kästchen. So bin ich. Mal wieder kleiner. Es geht um unsere Aufzeichnung oder um meine Aufzeichnung, die ich dann erstellt habe, damit ihr auch was seht an dem Bildschirm. Also was hindert uns im Leben erfolgreich zu sein? Erfolgreich heißt nicht sofort jetzt nicht erfolgreich sein im Beruf. Erfolgreich sein bedeutet jetzt für mich in dem Sinne, dass wir unser Leben wirklich so leben, wie wir es gerne möchten. Dass wir in unserem Leben uns wohlfühlen, dass wir in unserem Leben glücklich sind, dass wir an Zufriedenheit innerlich spüren. Das ist für mich in diesem Sinne jetzt ein erfolgreiches Leben leben. Natürlich ändert sich das auch, wenn du zum Beispiel beruflich ambitioniert bist, auch deinen Neugier zu folgen oder deine Passion zu folgen und dementsprechend dann diese erfolgreich zu leben. Aber jetzt geht es mal vorrangig darum zu schauen, erfolgreich in meinem Leben zu sein, in meinem Privatleben zu sein, um mit mir in Zufriedenheit zu kommen und mit mir glücklich zu sein. Darum geht es, mit mir glücklich zu sein. Das sind ein paar Schritte, die viele noch in ihrem Leben behindern. Immer wieder Frauen oder auch Männer, hin und wieder, ich bin eigentlich ein Frauencoach, die zu mir kommen und ihr Leben verändern wollen. Es geht immer darum, was Neues zu kreieren, doch der Schritt, den Schritt zu gehen, den Schritt zu wagen, das Risiko zu wagen, eventuell was Neues zu tun, auch das fällt ihnen sehr schwer. Und da gibt es verschiedene Ansätze, woran es liegen könnte. Gehen wir weiter. Etwas Schönes, was Regina Satir gesagt hat, wo ich auch wirklich zustimmen kann. Lina Satir war eine erfolgreiche Familientherapeutin und hat die Aufstellung, Familienaufstellung wesentlich beeinflusst. Sie hat geschrieben, es ist weniger bedrohlich, mit einem bekannten Verhaltensmuster zu leben, als das Risiko des Unbekannten einzugehen. Was heißt das? Es ist wesentlich bedrohlicher, mit einem bekannten Verhaltensmuster zu leben, als das Risiko des Unbekannten einzugehen. Ich kann es dir mal ganz kurz das so wirken lassen, dieses Zitat. Also ich finde es sehr spannend und auch sehr, für mich sehr, es ist für mich sehr klar, was sie mir sagen möchte damit. Vielleicht geht es dir auch so. Lass uns mal einmal drin aufsetzen. Dass du auch das Gefühl hast, dass es wirklich ein großes Risiko ist, Unbekannte einzugehen, das Neue zu wagen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, woran es liegen könnte. Was hält uns immer fest, uns nicht weiter nach vorne zu bewegen, sondern über den Tellerrand vielleicht zu schauen, was gibt es dort, was kann ich dort noch machen, aber dann wieder sofort einen Schritt zurückzugehen. So ein Krebs, der einen Schritt nach vorne geht, dann wieder einen Schritt zurück. Was ist das? Also, da habe ich einige Sachen recherchiert, aber schon vor langer Zeit, aber trotzdem jetzt nochmal kurz wieder. Denn die meisten Menschen sind ja eigentlich in ihrem Job, den sie 30 Jahre zum Teil ausführen, wenn man das erstaunlich mal höre von meinen Klienten, dass sie mir erzählen, dass sie schon in ihrem Job 10, 20 Jahre sind. Und das zu gestehen, habe ich nie ausgehalten, außer jetzt, die letzten 10 Jahre mit meinem Coaching-Job. Also Job heißt jetzt
Insofern, dass du nur an der gleichen Stelle halt bist, an der gleichen, muss ich auf Spanisch sagen, am gleichen Arbeitsplatz. Das heißt, du hast gar nichts innerhalb deiner Branche verändert. Du bist immer wieder am gleichen Arbeitsplatz, zwischen 10, 20 Jahre dort oder 30 Jahre dort. Du wunderst dich, warum dein Leben so fad ist und dein Leben so eintönig sich erstellt oder sich zeigt. Ich kann nur von mir sagen, ich habe in meiner Branche, in meinem Bereich, also sehr viel gewechselt, aber aus bestimmten Grund, weil ich meine Neugierde gefolgt bin. Ich war sehr neugierig, immer noch sehr neugierig und habe damals sehr viel rumprobiert. Also von daher ist es immer erstaunlich, wenn ich von jungen Leuten höre, die vielleicht gerade 30 sind, oder mit deren Alter, höre, dass sie schon seit 10 Jahren den gleichen Beruf haben, den gleichen Beruf. Das ist ja auch okay, den gleichen Beruf zu haben, wenn du das Gefühl hast, es ist dein Beruf. Aber der bewusst aber an der gleichen Arbeitsstelle. Und meist ist es das Thema, was dann kommt in mein Coaching. Nicht diese Arbeitsstelle, die ihn keine Freude mehr macht, die ihn keine Lust mehr bringt, die ihn kein Voranbringen mehr bringt und sie das Gefühl haben, sie stehen auf der Stelle. Dann haben wir das Zweite, an Beziehungen festhalten, die eigentlich schon lang tot sind. Viele, vielleicht auch immer wieder, halten an Beziehungen fest, die eigentlich schon längst beendet werden sollten. Aus Abhängigkeit, aus Angst, das kann passieren, wenn der Partner nicht mehr da ist oder die Partnerin nicht mehr da ist. Meistens die Frauen, die länger anstatt laut Statistiken an Beziehungen festhalten. Oder ja, okay, ich habe mich damit arrangiert, ich bin in einer Beziehung, bleibe in einer Beziehung, aber die noch so schlecht läuft, Hauptsache ich habe einen Partner. Oder Gewohnheiten, was auch eine hergeht mit Beziehung, einem Job, die diejenigen tagtäglich ausführen und immer das Gleiche tun und jeden Tag gleicher läuft, weil diese Gewohnheit ihnen eine Art Sicherheit gibt, eine Art Routine, die einen immer wieder zurückbringen auf die Ebene meiner Sicherheit. Hier weiß ich, was ich habe. Da lasse ich nicht los. Da bekomme ich das, was ich im Moment brauche, Sicherheit. Denn da den Schritt zu gehen, rauszugehen aus dieser Sicherheit, ist den Menschen oftmals dann zu viel, weil da kommen Ängste auf. Und darauf kommen wir jetzt zurück auf die Ängste. Nämlich Ängste insofern vor der Ungewissheit, wie ich gerade schon angesprochen habe, was heißt, was passiert dann? Dann gehe ich lieber also nur einen ganz kleinen Schritt und schaue den Tellerrand, es gibt auch viel mal Coaching-Klientinnen, so dass sie sagen, okay, ich will mich verändern, dann gehen sie einen Schritt und dann merken sie plötzlich, oh, da passiert ja ganz viel in mir, da kommt ganz viel in mir hoch, ich gehe lieber zurück. Und dann ist es oftmals so, dann kommen sie nach dem Versuch zu mir, weil sie dann professionelle Begleitung haben wollen. Und normalerweise schauen wir dann, was kann man tun und dann geht's voran. Also dieses Feststecken in diesen alten Gewohnheiten, was uns dann Sicherheit bietet und einen gewissen Komfort bietet, was dann im nächsten Punkt kommt. Dann aber diese Hilflosigkeit. Ich weiß eh nicht, was ich machen soll. Ich bin jetzt hier, ich habe das, was ich brauche. Ich habe genug Geld für die, ich habe wieder genug Geld, ich habe meine Wohnung, ich habe meinen Freundeskreis. Das ist das, was ich brauche, essentiell. Und mehr kann ich gar nicht. Mehr schaffe ich auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, wenn. Ja, auch ein weiterer Punkt. Und natürlich einhergeht das mit Glaubenssätzen. Darauf jetzt nicht eingehen möchte, sagen, das habe ich im Augen, wie das schon eigentlich besprochen. Dann haben wir zwei Blockaden, die erst nachgewiesen worden sind. Dann wird die Unterstützung gemacht haben, etc. Die erste Blockade ist die Best. Dann lernt die Hilflosigkeit, die viele von uns haben, nicht das beinhaltet. Menschen fühlen sich hilflos in Situationen, haben das Gefühl, wenn sie was tun, oh, das ist so kein Sinn, das hat keinen Wert. Weil sie denken, das Leben können sie eh nicht verbessern. Es kann nicht besser werden, weil sie es eh nicht schaffen können.
dann ist das Wort, ich kann das nicht, ganz häufig da. Also Menschen, die diese erlernte Hilflosigkeit, das hört sich so an, das ist auch so, es kommt aus der Erziehung halt heraus, dass uns ganz oft gesagt worden ist, du kannst das nicht, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Und so habe ich das mir angeeignet und für mich auch verinnerlicht, dass ich das nicht kann. Ich bin hilflos, ich schaffe das sowieso nicht. Meine Selbstzweifel fressen mich auf, ich schaffe das nicht. Und natürlich kommt der weitere Punkt hinzu. Die natürlich vielen, was ich gerade auch schon angesprochen habe, als zweite Blockade der wissenschaftlich nachgewiesen worden ist. Es ist natürlich das Ding der Komfortzone. Es ist ja bequem jetzt gerade eben, wo ich gerade bin. Es ist ja prima, meine Gewohnheiten beizubehalten. Es passt ja alles so gut. Warum sollte ich das dann verändern? Warum sollte ich denn noch einen Schritt nach vorne gehen und vielleicht das wagen und ein Risiko eingehen, was ich nicht einschätzen kann, was daraus wird? Warum soll ich es denn tun? Das passt doch alles im Moment. Okay, manchmal kommt der Wunsch in mir auf, okay, ich möchte doch noch irgendwie eine Fortbildung machen, mich weiterbilden. Oder es kommt der Wunsch auf, eigentlich könnte ich mal wieder meine Wohnung wechseln. Ich würde eigentlich ganz gerne in Berlin leben, anstatt im Kaff, weiß ich nicht, in Norddeutschland. Oder es kommt der Wunsch auf, einen Partner zu haben, der mit einem viel mehr unternimmt, der einem viel besser zu einem passt. Aber die vergisst man ganz schnell wieder, weil in dieser wunderschönen Komfortzone, also Mentor hat immer gesagt, im Coaching, es ist wie die Scheiße, es ist schön warm und gemütlich und weich, die umhüllt einen dann so und dann bleibt man drin gefangen. Entschuldigung. Aber es ist halt so, dass diese Komfortzone uns wirklich dann auch unter den, ich kann mal so schön darstellen mit einem Gleichnis, wenn du ein Fisch bist in deinem Aquarium, hast du ja einen Deckel oben drauf. Und wenn du versuchst, aus dem Aquarium rauszugehen, bist du immer gegen eine gläserne Wand. Du stößt immer gegen eine gläserne Wand nach oben halt, immer wenn du nicht springen kannst, nicht raus kannst. Und das ist halt auch mit uns. Irgendwie stoßen wir dann immer wieder, wenn wir aus unserer Komfortzone raus wollen, an ein Hindernis. Und dieses Hindernis gibt uns dann wieder die Angst, oder die Unsicherheit, was passiert dann, wenn ich wirklich schaffe, dieses sichtbare oder unsichtbare Glas zu durchstoßen, um rauszukommen. Weil wir haben die Kraft, wir Menschen können das, wir sind alles Individuen, wir haben die Fähigkeiten, uns weiter zu entwickeln, was wir auch alle tun tagtäglich, denn auch Gewohnheiten lassen sich ändern. Wenn die Straße gesperrt ist, ist es eine Gewohnheit, jeden Tag vorbeizufahren, aber wenn die Straße gesperrt ist, gehe ich einen anderen Weg. Und da habe ich schon eine Gewohnheit gebrochen. Also Gewohnheiten lassen uns auch in unsere Komfortzone halten und lassen uns in die Bequemlichkeit fallen, weil das, was ich hier habe, mir reicht und es nicht dieses Bedürfnis da ist, noch mehr erreichen zu wollen. Wenn es zwischendurch mal aufpoppt, dann werde ich das ganz schnell wieder mit meinen Gedanken, wie zum Beispiel, schaffe ich es sowieso nicht, das kann ich sowieso nicht, und das will ich nicht, und es ist ja auch unbequem, wieder drauf zu poppen, und sofort ist dieser Wunsch nach Veränderung unten wieder am Boden. Das heißt, es ist wieder verdeckt von unseren Gedanken. Bist du bei hier wahrscheinlich, um so dieses Video, um vielleicht etwas in deinem Leben ändern zu wollen. Das heißt, nur erfolgreich in deinem Leben zu sein, dein Privatleben für dich selber. Deshalb habe ich für dich heute eine kleine Übung, die dir vielleicht Spaß macht, die auch selber ich anwende, wenn ich merke, dass ich in alte Gewohnheiten zurückkomme oder auch wenn ich anfange zu jammern, weil ich wieder zu viel Arbeit habe, die ich immer wieder ganz gerne für mich benutze, wenn ich merke, ich verliere den Fokus. Und das ist eine schöne Übung, die ziemlich bekannt ist, die auch jetzt nicht ohne Neues ist, aber die trotzdem sehr effektvoll ist, für mich auf jeden Fall und auch für andere, auch für meine Kunden. Gebe ich dir ganz gerne weiter. Und zwar ist das, deine Ziele aufzuschreiben. Und jetzt nicht nur gedanklich dir irgendwie das Wort zu nehmen, sondern wirklich aufzuschreiben, dir ein schönes Heft zu holen. Ich habe auch ein Heft, finde ich ganz schönes, weil ich habe ein Heft. Da ist ein Skifahrer drauf, das heißt Erfolg. Und auf der anderen Seite ist eine Skifahrerin.
es erfolgt. Das ist mein Zieleheft. Darin schreibe ich meine Ziele auf. Wenn ich wieder nicht mal ein paar Tage nicht dran gearbeitet habe, merke ich sofort wieder, dass ich die Fokus verliere. Und komme ich schnell wieder auf dieses Ziele fixieren zurück, weil ich wirklich merke, es hilft mir, konzentriert zu bleiben, fokussiert zu bleiben und auch meine Ziele anzugehen. Weil unser Bewusstsein arbeitet für uns. Unser Unterbewusstsein arbeitet für uns. Das heißt, wenn ich das schriftlich aufschreibe in einem schönen Heft, die Ziele positiv aufschreibe, das heißt, ich habe sie schon erreicht. Das heißt nicht, ich werde sie erreichen, sondern ich habe sie erreicht. Das heißt zum Beispiel, weiß ich nicht, Sommer 2019, im Juni 2019, kannst du sagen, werde ich in Malaga sein oder bin ich in Malaga? Besser ist es dann natürlich auch, bin ich in Malaga zu schreiben. Dadurch wird dein Ziel, deine Zielvorstellung, dass das du möchtest, manifestiert auf dem Papier. Das heißt aber auch, dein Unterbewusstsein hat es registriert und abgespeichert auf seiner Festplatte. Es arbeitet für dich. Wenn du täglich, wie ich es mache, manchmal mogel ich auch ein bisschen, lass es sein, aber jetzt sofort, dass ich dann wieder ein paar Tage, irgendwas stimmt nicht, finde ich meinen Fokus. Dann ist es gut, weil dein Unterbewusstsein arbeitet auch für dich. Das heißt, du wirst immer wieder dem dann täglich begegnen, was du dir aufgeschrieben hast. In irgendwelchen Gedankengängen oder in irgendwelchen Situationen oder in irgendwelchen Momenten, wo du was erfährst zu dem, was zu deinem Ziel, was du dir aufgeschrieben hast, wirst du irgendwie daran erinnert und du wirst unbewusst dahin geführt auch. Das heißt, deine Gedanken arbeiten auch für dich, es hat mit der Quantenphysik auch was zu tun. Also darauf, wo du deinen Fokus hast, schwingen auch deine Gedanken halt hin, beziehungsweise auch, da wird die Energie hingeführt und das bringt dir dann auch dein Flow. So, das wäre es von mir. Ich würde mich freuen, wenn du das Video ein Like machst oder beziehungsweise einen Kommentar schreibst. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wenn du, bevor ich jetzt auflege, mit dir nicht im Reinen bist und du denkst, okay, die brauchst du eine Unterstützung, kann ich dir mein gratis Strategiegespräch anbieten. Das heißt, wir machen das gleiche wie jetzt auch. Das heißt, wir treffen uns in unserem virtuellen Seminarraum. Du kannst mich sehen, ich kann dich sehen und wir sprechen über das, wo du gerade stehst, wo du hin willst. Ich helfe dir gerne. Das ist ein gratis Gespräch. Das heißt, du hast mit mir eine Zeit, meistens ist es eine Stunde, umsonst, kostenlos, kannst mich kennenlernen. Und oft ist es so, dass diese eine Stunde schon sehr viel bewirkt bei den Teilnehmern oder bei den Frauen oder Männern, die das genutzt haben. Und dass sie mitarbeiten können für dich zu Hause. Also hol dir dein kostenloses, gratis Gespräch bei mir. Hier hast du meinen Link, www.karin-dorsky-you-can-book-me. Da erscheint für dich ein Kalender, da kannst du dich eintragen, wenn du Zeit hast. Und dann treffen wir uns, schick dir einen Link dazu, wie du an den Seminarraum reinkommen kannst. Und dann können wir persönlich sprechen, das bleibt unter uns. Alles, was du mir anvertraust, bleibt unter uns und weitergetragen. Und ich verspreche dir, es wird dir helfen. Also nutze dein gratis Strategiegespräch mit mir. Ich freue mich auf dich und ich würde mich freuen, dir helfen zu können. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Gib mir ein Like. Ich freue mich. Schreib einen Kommentar. Alles Liebe. Tschüss, eure Claudia. So, jetzt geht's los. Macht's gut. Ciao.